Hallo, diesmal habe ich mir für euch eine schnelle und einfache Flechtfrisur ausgedacht. Ihr kennt bestimmt schon diese Technik, mit welcher man so einen Zopf hinkriegen kann. Ich zeige sie trotzdem nochmal in diesem Video. Macht zuerst einen Pferdeschwanz, zieht das Haargummi ein bisschen runter, macht eine kleine Öffnung mit den Fingern und steckt den ganzen Zopf einfach rein. Zieht den Zopf durch. So schnell und einfach bekommt ihr so einen schönen Zopf. Aus diesem Zopf kann man noch eine tolle festliche und schnelle Frisur machen. Wir brauchen zuerst zwei Zöpfe. Wir trennen von einer Seite eine Haarsträhne ab, teilen sie in drei Teile und flechten einen normalen Zopf aus drei Strähnen. Am Ende befestigen wir den Zopf mit einem Haargummi. Von der anderen Seite machen wir das Gleiche. Nehmt eine Haarpartie, teilt sie in drei Strähnen und flechtet auch einen klassischen Zopf aus drei Strähnen. Befestigt den Zopf auch mit einem Haargummi. Nehmt das ganze Haar zu einem Zopf zusammen und macht jetzt wieder den Zopf, den wir schon am Anfang gemacht haben. Macht eine kleine Öffnung und steckt den ganzen Zopf in diese Öffnung rein und zieht ihn durch. Steckt jetzt die Zöpfe auch in diese Öffnung rein. Zuerst einen Zopf, danach den anderen. Befestigt das Ganze nochmal mit einem Haargummi. Dadurch wird das Ganze gut fixiert. So schnell und einfach habt ihr so eine schöne und festliche Flechtfrisur hingekriegt. Man kann noch etwas machen, und zwar, ihr nehmt eine Haarsträhne vom Zopf von einer Seite und dann von der anderen Seite und steckt die genommenen Strähnen auch in die Öffnung rein. Zieht die genommenen Strähnen durch und fixiert das Ganze noch einmal mit einem dünnen Haargummi. Die Zöpfe und die genommenen vom Zopf Strähnen sind ganz gut und fest mit dem Haargummi fixiert. Ihr braucht hier weder Bobbypins noch Haarnadeln. Lockert das Ganze ein bisschen auf. Man kann diese Frisur mit Accessoires eurer Wahl schmücken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!